Das war natürlich nur Titanor. Komm, gib mir Titanor, gib mir Titanor. Ist das dein Ernst? Nee, ernsthaft? Lol. Gib mir Titanor, gib mir Titanor. Oh, Hupsele, Titanor. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan. Wir sind heute wieder mal zu zweit und wir gehen jetzt auf den Server. So. Let's go! Wir müssen heute die Position leider wieder ändern, weil wir sonst aktuell gezeigt haben, wo wir sind. Das ist ein bisschen schade, muss man sagen, aber halb so wild würde ich aber behaupten, weil wir probieren jetzt halt, aber wir gehen jetzt hier wieder hoch und gehen dann wieder direkt Strip Mine. Es ist halt so, wir haben im Moment, besonders ich habe im Moment so schlechtes Equip, dass wir halt echt die Position immer wieder ändern müssen, weil sonst, ja, wird das Ganze etwas problematisch, weil im Moment kann uns, glaube ich, wegen mir so ziemlich jeder snipen, weil ich halt im Moment ein Steinschwert habe und das ist nicht gerade bosshaft. Und wo bist du? Ja, du bist ja mir gut. Wo hast du dich nochmal runtergebaut? Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, wartet da vorne, guck, hier. Ja, stimmt, da vorne ist auch irgendwo diese Leiter, genau, wir sind ja einfach durch dieses Haus und dann hier, relativ Moment offensichtlich. So. Da kommt man so schnell hin. Also ja, wir müssen echt Positionen wechseln. Ja. Und die andere Sache, wir können unterwegs natürlich wieder jedes einzelne scheiß Tier schlachten, das wir sehen. Was hast du weggeworfen? Ich weiß es nicht, ich wollte echt das blaue Glas. Du hast aber irgendwas weggeworfen, läuft bei dir. Ja, einfach auf dem Weg wieder jedes fucking Tier schlachten, das wir sehen. Am besten du machst das mit deinem Flint and Steel und keine Ahnung was. Ich habe natürlich im Moment so ein richtig scheiß Equip. Aber ich habe irgendwie nicht vor, jetzt das großartige Schwerter und das Horn aus Zitrin zu machen, weil ich sehr optimistisch bin, dass wir schnell mal irgendwas von Dingens haben, von Titan-Sachen und so weiter und so fort. Weil wenn man jetzt mal überlegt, es ist echt nicht schwer, Full Titan zu werden. Es ist nicht schwer. Es ist einfach der Dia-Ofen, das Pflicht. Das war so dumm. Ich habe da so eine Fehlüberlegung gemacht. Viele Leute haben mir so geschrieben, so, ja, mach den. Und ich dachte mir einfach so jedes Mal, nee, das ist Verschwendung. 8 Dias ist viel zu viel. Wär's auch. Aber es kostet keine 8 Dias. Das ist so retarded. Also das nehme ich ganz allein auf meine Kappe, weil ich war ja der Typ, der gesagt hat, nö, machen wir nicht. War nicht so das Schlauste. Und jetzt regnet es natürlich. Das ist, um die Tiere zu töten, natürlich super. Ja, das ist natürlich, also das ist perfekt. Besser könnte es nicht laufen, ey. Man muss sagen, wir haben immer so Glück in diesem Projekt. So, ich kann nicht mal mehr rennen. Bist du hinter mir oder bist du? Ich bin neben dir. Hallo. Hallo. Okay, gut. Ja, wir laufen jetzt nicht. Wir können eigentlich schon hier wieder unter die Erde. Ja, dann lass hier unter Wasser, oder? Ist das gut? Ich weiß nicht. Nein, das ist nicht gut. Ich finde hier so keine Tiere mehr. Sind die alle jetzt schon geschlachtet worden oder wie? Ich meine, schau, ich habe jetzt hier noch ein gebratenes Fleisch. Das kannst du noch. Noch ein einziges. Ja. Wow. Noch ein einziges. Okay, der Creeper ist exploded. Und hätte der mich jetzt getötet, wäre das unfair gewesen. Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so gut natürlich, aber. Ja, da vorne ist noch ein Schwein. Siehst du das da oben? Lass uns noch so ein bisschen Tiere holen. Es ist zwar wieder übelst die Zeitverschwendung, aber meine Fresse, was wollen wir tun? Wir haben fast keine andere Wahl. Ja. Hast du ein Weihnachtsskin drin oder warum ist da so ein roter Streifen bei deinem Skin im Tab? Ja. Mittlerweile kein Halloween-Skin mehr, sondern den Weihnachtsskin. Alles klar, auch gut. Lol, wo steht dieses Schwein? Das, What the fuck? Das war im Block drin irgendwie. Jo. Jetzt ist wahrscheinlich das Steak auch verbrannt. Das war super duper. Das war sehr, sehr schlau, muss Übrigens, ich auch sagen. Übrigens funktioniert diese Methode nicht. Meine Freundin gibt sich aber den Facefall nehmen. Okay. Es funktioniert eh nicht, wenn es regnet, weil dann werden die direkt gelöscht. Okay, das kannst du haben. Yes. So, da vorne, glaube ich, ist auch Zuccaro. Oh, da ist eine Kiste. Mit einer Steinaxt. Eine Kiste? Okay. Bringt uns gar nichts. Ja doch, eine Steinaxt kannst du schneller holzen. Ah ja, stimmt, wir brauchen unbedingt Holz. Wir haben ja nicht viel Holz. Wir haben gar nichts. Nimm die am besten. Das ist besser, als sie jetzt aber dort zu lassen und dann mit dem... Alter, das es war nur ein Creeper, keine Angst. Nur ein Creeper? Du weißt, dass die Dinger one-hitten. Das hat man so oft schon bei Varo gesehen. Und wenn man nicht blockt, dann ist man tot. Ich habe nicht geblockt. Der nicht ist einfach neben mir explodiert. So. Ja gut, du hast Diamond Chestplate, wow, aber ich glaube, der kann nicht sogar one-hitten mit einer Full Iron Rüstung. Komm mit, komm. Komm mal mit. Pilze vielleicht. Das sind nämlich Pilze. Rote. Ja, rote. Wir müssen einfach gucken, dass wir so ein bisschen Essen wieder zusammenbekommen. Ja. Ist halt echt gerade ein bisschen dumm. Und dann gehen wir auf jeden Fall runter, nimm du hier das verrottete... Yeah, verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch. Also ich hab noch. So. Ich werfe aber die Pilze wieder raus, um das zu nehmen. Oder hätte ich jetzt... Ich würde sagen, da vorne bei dem Secret gehen wir runter, oder? Welchem Secret? Hier. Da ist so ein Haus.
Also bei oder hier wäre, oder guck mal, ui, da geht's tief runter. Und da ist sogar ein Hase, den könnte ich sogar theoretisch anzünden. Theoretisch könntest du den Hasen anzünden. Das ist richtig der nette Bauch. Warum auch nicht? Ich laufe immer so durch die Welt und jeden Hasen, den ich sehe, zünde ich einfach an. Ey, oh, ich brenne. Nice. Weißt du, wie mies so. Oh, ein Hase! Feuerzeug, tschüss. So, hier gehen wir. Jetzt kommen dann die ganzen Abonnenten. Warum hast du mein Feuerzeug dabei? Bist du etwa ein Raucher? Nee, ich rauche nicht, Leute. Okay, ich bin jetzt unten. Ich rauche nicht und ich werde nie rauchen. Okay, aber da haben halt auch schon Leute gestrippt, meint, so wie es aussieht. Echt? Ja, ja. Ja, dann komm mal wieder hoch. Ja, komm ich wieder. Ja, ich glaube, wir müssen uns echt selber irgendwo reinbauen, weil durch diese normal generierten Höhlen, da wird fast überall schon jemand gewesen sein. Oder wir gehen aber auf die andere Seite. Das kann natürlich sein, dass wir aber dort quasi geblieben sind. Aus lauter, vor lauter Dummheit und so, weißt du? Ja. Weil es sind ja alle sehr dumm in dem Projekt. Das war nur ein Witz, by the way. Ich glaube, ich muss das jetzt ernsthaft immer sagen. Ich dachte, du meintest das ernst. Dachte Sorte, ich meinte das ernst. Ich habe nämlich mal bei Varo 3 war das, glaube ich, oder so, habe ich mal irgendwo unter einem Video einen Kommentar geschrieben, in dem ich irgendwie so meinte, so ja, ich finde es ja ganz cool, dass. Oh, ich bin fast. Ich habe eineinhalb fucking Herzen. Eineinhalb Herzen? Alter, ich habe noch zweieinhalb. Das ist Titan, Freunde. Wir nehmen das Projekt mittlerweile richtig ernst, wie man merkt. Nee, ernsthaft, wir müssen das. Also. Ja, ich kann nicht mehr reden. So, warte. Das ist wieder ein bisschen seriously taken, ne? Ja, ohne Witz, Leute, weil. Wieder gut Deutsch. Ja, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wir werden da immer noch reißen, Freunde. Also keine Angst. Ich habe keine Lust, jetzt hier aufzugeben. Nur im Moment ist es halt für mich ein bisschen doof. Ich bin ein bisschen angepisst, ja. Es ist echt scheiße. Ja, nee, aber eben, ich habe dann so einen Kommentar geschrieben, dass ich irgendwie finde, dass Veni überhyped ist. Ich habe dort irgendwie geschrieben, ja, Hashtag Zickzack sind nicht schlecht, aber ich finde, sie sind ein bisschen überhyped, weil sie ja hauptsächlich in Varo dort so ultra gehyped wurden, weil die in der ersten Folge so sehr viele Kills gemacht haben, ne? Mhm. Habe ich irgendwie so einen Kommentar geschrieben. Seither ist irgend so ein Hate auf meinem Kanal, der sich immer darüber aufregt. Der behauptet, ich hätte dort irgendwie geschrieben, Venicraft ist scheiße. Was gar nicht der Wahrheit entspricht, weil ich das ganz anders geschrieben habe. Nee, ich nehme auf. Nicht reinkommen. Ja, man kann es halt falsch verstehen. Okay. Das ist lustig. Wollte ich hier nur kurz anmerken. Ja, Leute, also hauptsächlich, was wir sagen, ist Ironie. Gerade wenn wir irgendwie sagen, alle Gegner sind scheiße. Ist das Ironie? Nein, eigentlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das war immer auch wieder Ironie. Ja, das war wieder mal Ironie. Immer diese doofe Ironie, ey. So, ich gehe da. Oh, guck mal, da wächst Gras. Oh, lol. Hier, lol. Guck mal hier oben. Lol. What the heck? Samen. Oh, ich habe einen Samen bekommen. Oh, das ist sehr gut. Weißt du was? Dann lass hier so eine kleine Plantage machen, oder? Hier so eine kleine Plantage machen. Ja, ich hab sogar. Lol. Ja, warte. Warum kann ich die Knochen nicht stacken? Knochen der Esel, Kuh und Knochen. Alles ja, klar. Warte, so, zack. Dann bräuchte ich noch zwei Stiggies. Also, ich hab 21 Knochen. Nee, wir können echt gerade ein bisschen Essen machen, so. Ja. Aber, weißt du was, ich gebe dir das einfach mal. Dann darfst du das mal machen, mein Lieber. Oh ja, Mann. Ich bin jetzt hier wieder der Farmer Nummer Sam. Ich gehe hier unten anderes Zeug farmen, was wichtig ist. Wichtiger. Okay. So, warte, ich zeig mal kurz die Koordinaten. Hier sind unsere Koordinaten. Danke, tschüss. Die muss ich aber diesmal wirklich ausblenden. Wenn ich die jetzt nicht ausblende, ja, dann dürft ihr alle die Folge disliken. Ich. Die Folge kommt online, 120 Dislikes. Fuck! Ich werde mit Sicherheit niemals hier was einblenden. Generell Koordinaten zeigen. Ich habe jetzt bei heute, also in diesen Zeiten habe ich es auch wieder nie verdeckt, aber diesmal war es einfach auch so, dass wir immer weitergezogen sind und ich es deswegen verdeckt habe. Ich jetzt, glaube ich, diesmal nicht wirklich vergessen. Und natürlich ist das nur eine Ausrede, damit ich wieder besser dastehe. Aber egal. Juckt uns jetzt alle nicht. Und was lachst du die ganze Zeit da neben mir? Meine Freundin lacht mich aus. Das ist voll fies. Ja, du gehörst doch ausgelacht. Das ist unglaublich. Die lacht mich echt aus. Das ist nicht mal ein Witz, weißt du? Das ist voll uncool, ja? Jetzt musst du mich auch gar nicht anschmollen, ja? So, ja, toll. Jetzt habe ich nicht mehr noch Kohle. Nicer, dicer. Nicer. Muss aber irgendwo noch Kohle sein.
Und wir müssen halt einfach gucken, dass wir mit dem Strip Mine nicht rumhüpfen und rumrennen und so. Das ist eigentlich dumm, wenn man das macht. Das ist einfach nur zurückgeblieben. Ja. Hallo, wir sind die Lutscher. Die Hashtag Team Lutscher. Hashtag Team Lutscher. Nein, natürlich nicht. Zuerst so ein richtig... Stell dir vor, Leute, wir würden jetzt den Namen ändern. In Team Lutscher, ja? Könnten wir sogar. Wir könnten einfach slash Teamnamen und dann Hashtag Lutscher machen. Aber unser tolles Intro, da steht schon Hashtag So True drin, ne? Ja, ich schreibe dann besser so mit irgendwelcher ganz normalen Arial-Schrift dazu Lutscher drüber. So richtig billig. So True durchstreichen und dann Lutscher. Lutscher. Das wäre so ultra das billige Intro dann. Obwohl Agent das ja übelst geil gemacht hat. Also ich muss sagen, das Intro ist echt ultra awesome geworden. Da mal ein bisschen Schleiming und Respekt an dich, falls du das siehst. Und wenn nicht, Pech gehabt. Pech gehabt. Pech gehabt. Ich werde das sicher nie nur schreiben, dass das gut war, du Mann. Das war fünf Minuten werde ich noch gekickt und wir haben noch nichts sonderlich Wunderbares erreicht. Also ich bin voll am Strip, meine ich. Weiß nicht, was du machst. Ja, ich baue hier gerade noch die Plantage an. Achso, du bist immer noch am Plantage. Ja, das Problem ist, ich hatte keinen Eimer. Ja, aber um Bone Meal zu brauchen, brauchst du doch keinen Eimer. Das ja, ich weiß, machen. Aber schau, ich muss hier doch Dings reinmachen. Wie heißt das nochmal? Hier, Dias! Ernsthaft? Was? Was? Wie viele sind hier? Holy shit! Okay, kannst du die abbauen? Alter, hier ist der... Oh, der Dia-Farmer ist wieder da. Okay, kannst du die abbauen? Willkommen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich rede gerade mit meiner Freundin. Das ist so, so krass, das ist eine Stelle mit vier Dias sind das, glaube ich. Und dann ist gerade gegenüber nochmal eine Stelle mit Dias. So richtig komisch, das habe ich echt noch nie gesehen. So. Und ich spiele ja echt schon eine Weile Minecraft. Also, ich muss sagen, dieses Projekt überrascht mich immer wieder. Jetzt baue ich hier nur rundherum ein bisschen ab und da ist dann natürlich nur Titanor. Komm, gib mir Titanor. Ist das dein Ernst? Nee, ernsthaft? Lol. Gib mir Titanor. Oh, Hupselle, Titanor. Fängst du jetzt schon an zu hacken, oder was? Jetzt hab ich den X-Ray, Veni. Jetzt hab ich den übernommen, Alter. Ich hab ihm ja in die Config geschrieben, er soll mir den X-Ray mal schicken. Da hab ich ihn. Was? Aber das ist echt lächerlich. Also, das ist echt lächerlich. What the heck? Aber es ist doch, super. Ja, es ist so geil, Alter. Ist mega geil. Ich kann es gerade echt nicht glauben. So, okay, das habe ich jetzt alles hier angepflanzt. Das passt. Gut. Wie viel ist es? Es sind 5 Titanor, glaube ich. Ja, warte mal, ich gucke jetzt nämlich mal wegen dem Dia-Ofen. Ich baue noch ein bisschen rum, dann kriege ich noch Titanor. Gib mir Titanor. Und da ist es. So geil. Also ohne Will. Also es ist jetzt echt unglaublich. Kommen dann alle und behaupten, ich hätte X-Ray. Weiß, bitte schmeiß mich nicht aus dem Projekt. Bitte nicht. Bitte nicht. Ganz gut. Bitte. Eine schöne Projekt, schöne Produkt. So, gib mir die Dias auch noch hier. Jetzt baue ich hier natürlich auch noch ein bisschen rum. Gib mir Titanor. Wenn jetzt hier nochmals, ja. Ich schwöre, ich stehe auf und gehe raus. Einfach nur aus Protest. Nee, aber. Komm, gib mir Titanor. Gib mir Titanor. Amenakoi. Amenakoi. So, geil, dass ich jetzt. Hier ist Titanor. Ernsthaft? Nee. Ich baue mich hier rein, paar Blöcke und dann ist der Teil. Ich baue mich mal hier rein, so. Oder auch nicht. Schade. Egal, ich erforsche die Höhle noch ein bisschen weiter. Weil anscheinend ist das eine sehr glückbringende Höhle. Also ich finde die nicht schlecht, ja. Also ich muss sagen, das war jetzt echt voll der Veni-Auftritt, ja. Einfach so. Hier hinten ist Titanor, ich baue mich ein bisschen rum, zack, Titanor. Also echt. Mucho grande. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ich glaube, ich habe gerade ganz groß gesagt, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Aber meine Freundin lacht. Hast du 3 Obsidian? Weil dann können wir ihn hier aufmachen. Leider nicht, ich habe schon nachgeguckt. Hast du einen Wassereimer? Leider nicht, ich habe schon nachgeguckt. Warum? Es ist halt echt so. Ich habe zwar einen Eimer, aber ich habe kein Wasser. Du hast noch eine Diapicke, oder? Ja. Alter, das ist die beste Folge, ey. Die feiere ich jetzt. Freunde. Ja, wenigstens haben wir etwas erreicht und die also Farm haben wir auch erreicht. Spaß, Leute. Ihr seht das, ja? Das ist Pro-Plays. Also jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Jetzt werden wir Titan gewinnen. Jetzt haben wir schon die Veni-Power auf unserer Seite, ja? Das merkt man hier richtig. Oh, aber also. Das ist doch so geil, ich habe mich gerade so gefreut, ey. Das ist, ich weiß nicht, wie sich Veni dabei gefühlt hat, ja, aber ich fühle mich so gleichzeitig voll cool und gleichzeitig verarscht irgendwie. Weil du sagst sowas aus Witz und dann plötzlich, zack, ist es wirklich. Oh, Dias! Nice. Dias? Ja. Nice, Alter.
Ich wollte gerade so sagen, bitte Titan Ohr. Und was ist? Ich hab's nur gedacht und die Dias kommen. Du denkst dir Titan Ohr und dann kommen Dias. Ja. Ich denke jetzt immer nur noch an Dias, okay? Machen wir das so aus? Okay. Fuck it. Okay, ich hab kein Wasser. Da oben ist auch noch ein Dia, den hätte ich fast übersehen. Ja, aber dann müsste ich hier hochschwimmen. Du hättest fast ein Dia übersehen. Ja. Das ist falsch, mein Sohn. Weißt du was? Ich will nicht hier in der Wand sein. Ist Titan Ohr. Wenn jetzt hier Titan Ohr kommt. Und hier, jetzt kommt Titan Ohr. Ich schwör's euch, Leute, jetzt kommt's. Komm ich jetzt noch so lange rein, bis ich mich ausloggen muss. Schade. Aber es wäre cool gewesen. Man muss sagen, es wäre jetzt sau cool gewesen. So 15 Sekunden haben wir noch. Ich strip jetzt einfach noch weiter. Du strippst weiter. Oh, mit der Hoffnung, dass hier noch irgendwie. Ich strip mich mal ein bisschen in eine ganz andere Richtung, so ein klein wenig. Und in der nächsten Folge wird natürlich dann direkt nochmal ein bisschen weiter gestrippt, meint. Und wir sind raus. Gut. Wuff, wuff. Naja, war auf jeden Fall. Also, das war echt eine geile Situation. Ne? So, das war echt das geilste Minecraft-Erlebnis überhaupt, finde ich gerade. Ich fand das Ganze so genial. Ja, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tut mir leid fürs Übersteuern vorhin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Schaut noch bei Boomstory vorbei. Bis dann. Und tschüss.